Willkommen zu Animal Crossing Happy Home Designer. Yo. Und weil ich gerade A gedrückt habe, hat das übel laggy ausgesehen. So, wir machen weiter. Ja, da, wo wir stehen geblieben sind. Nämlich... Ja, keine Ahnung, wir werden wahrscheinlich irgendein Haus wieder einrichten. Oh, guten Morgen. Wie gestern schon gesagt, haben wir heute nicht viel zu tun, also lass uns bei Kunden suchen. Wer ist es so schön? Sich Regen bringt Auftragssegen, das weiß doch jeder. Dann los, wir sehen uns später. Ja, tschö. Okay. Dann gehen wir uns mal umgucken. Das ist Jörg. Das ist Dolly, glaube ich. Aber gibt es hier nicht noch irgendjemand anderen? Hä, weil bei mir, als ich das erste Mal gespielt habe, also bis so, was weiß ich, ist es blind? So, keine Ahnung. Wen nehmen wir? Jörg kenne ich und das ist eine Amiibo-Karte von mir und die kenne ich halt nicht. Aber die mag Gothic. Und das mag ich halt nicht so, deswegen werde ich erstmal den hier nehmen. Er will blau. Das kann ich schon besser. Kann ich dir irgendwie helfen? Nidip. Wirklich, du arbeitest also bei Immunok? Klasse. Ich wünsche mir eine neue Einrichtung. Machst du das? Nein, fangen können wir erst spielen, wenn du Feierabend hast, Nidip. Geil. Ja, klar. Wir wollen etwas für dich designen, Jörgi. Hui, ich bin ja so aufgeregt. Du kriegst das bestimmt prima hin, Nidip. Mann, meine Stimme. Ich habe heute nämlich 3 Folgen aufgenommen jeweils. Also nicht von Animal Crossing, sondern von 3 Projekten, eine jeweils. Und das geht schon auf die Stimme. Wie toll. Bald wird dieses Haus ein Palast für König Jörg sein. Ah, vergess nicht die Kisten, die ich mitgebracht habe. Ja, das sind ein paar hübsche Sachen drin. So, und jetzt wie immer. So, wir haben Jörgs Haus fertig gemacht. Und wir werden jetzt fragen. Bist du fertig, Nidip? Klaro. Echt jetzt? Na los, ich muss mir gleich anschauen, Nidip. Retto. Aber ich glaube, bei Jörg kann man nicht so viel falsch machen, weil er blau ist. Jörgs blaue Phase. Weil, ja, wenn er blau ist, ist ja klar, was er will. Pink. Nee, jetzt ernsthaft. So schön, dass es Jörg gefällt. Aber es ist auch eigentlich wie immer so. Total schön, was du da gemacht hast. Ich bin begeistert. Danke, Nidip. Okay, das habe ich gerade falsch betont. Du kannst jetzt die Aktion Neugier ausführen. Okay. So, wenn ihr irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund hört, das ist mein Bruder, der zockt Minecraft. Kennen vielleicht alle aus Set Play, ne? Ah, da bist du ja wieder, Marco. Gute Arbeit heute. Oh, stimmt ja. Tom Nook hat angerufen und gesagt, dass er morgen früh einmal reinschaut. Er sagt, dass er unbedingt mit dir reden will. Keine Sorge, bestimmt ist es nicht so ernst, wie es klingt. Tja, dann mach heute besser früher Schluss, sonst verschläfst du morgen noch. Okay, tschö. Dann verpisse ich mich jetzt mal, weil es Carlotta so will. Offensichtlich will man mich nicht da haben. Nein, Scherz. Das war's von diesem Part. Bis zum nächsten Mal und ciao.